Alle reden immer nur von Meinungsfreiheit. Aber was ist das eigentlich? Also Meinungsfreiheit ist, wenn man seine Meinung frei äußern darf, ohne dafür bestraft zu werden. Grenzen der Meinungsfreiheit. Darf man alles sagen, was man möchte? Den Englischunterricht, den finde ich persönlich voll uninteressant. Ich meine, ich verstehe die Sprache nicht und ich finde es auch voll schwer, sie zu lernen. Der Politiker bekommt ja gar nichts auf die Reihe. Der sollte sich am nächsten Baum aufhängen. Der Lehrer will sein Wissen an uns weitergeben. Aber er interessiert sich überhaupt nicht für uns. So ein Idiot. Diese Sätze zeigen, dass es mehrere Weisen gibt, seine Meinung frei zu äußern. Der erste Satz ist höflich und ohne Beleidigung ausgedrückt. Der zweite Satz ist sehr respektlos und mit Beleidigung ausgedrückt. Der dritte Satz ist zwar sehr respektlos und so sollte man seine Meinung auch nicht frei äußern, aber es ist sozusagen die Mitte von zwei Sätzen. Geschichte der Meinungsfreiheit. Ritter in der Bundesakte von 1815 zumindest die Pressefreiheit zusammengefasst. Nur 4 Jahre später wurde die Pressefreiheit allerdings wieder stark eingeschränkt und schließlich 1871 nicht in der neuen Reichsverfassung erwähnt. Der Weimarer Reichsverfassung 1919 wurde die Meinungsfreiheit zum Grundrecht aller Bürger und Bürgerinnen. Allerdings erlaubte die Weimarer Republik die Meinungsfreiheit nur mit Einschränkungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 verabschiedete die Generalversammlung der damals neu gegründeten Vereinten Nationen in einer Resolution die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Damit wurde die Meinungsfreiheit als ein Menschenrecht festgeschrieben. Und ein Jahr später, 1949, galt die Meinungsfreiheit als Grundrecht im Grundgesetz. Zum Beispiel in Deutschland darf niemand unter Druck stehen oder bedroht werden, wenn er seine Meinung frei äußert. Außerdem darf niemand rassistische Äußerungen preisgeben. Das heißt, es darf niemand zu Schaden kommen. Beleidigung, Verleumdungen, Volksverhetzung und die Leugnung des Holocaust. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Dies sagt Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Meinungsfreiheit stellt ein Grundrecht in Deutschland dar. Allerdings wird im Grundgesetz in Artikel 5 Absatz 2 auch bestimmt, dass es Grenzen gibt, und zwar dort, wo andere Gesetze, der Schutz der Jugend oder das Recht der persönlichen Ehre betroffen sind. Wege zum Preisgeben der eigenen Meinung: Man darf demonstrieren, Abzeichen tragen oder Plakate gestalten und veröffentlichen. Zum Beispiel wie in den Ländern Nordkorea ist es strengstens untersagt, ausländische Rundfunksender zu hören, damit die Bevölkerung nur die Informationen der ihrer politischen Führer mitbekommen. So wissen sie auch nicht, wie verschiedene Themen wie Meinungsfreiheit in anderen Ländern gehandhabt wird. Bereits lediglich kleine Äußerungen einer Meinung, die nicht mit der herrschenden Partei Nordkoreas übereinstimmt, kann strafliche Konsequenzen haben. Dies zeigt eine Grafik, welche die Meinungsfreiheit in der Welt darstellt. Die grün gekennzeichneten Länder zeigen, dass sie ohne Probleme ihre Meinung frei äußern dürfen. Die gelb gekennzeichneten Länder dürfen ihre Meinung mit Einschränkungen äußern. Und die lila gekennzeichneten Länder dürfen ihre Meinung nicht frei äußern, ansonsten bekommen sie eine Bestrafung. Die rot gekennzeichneten Länder sind einmal Deutschland und Nordkorea. Deutschland ist grün gekennzeichnet, das heißt, man darf in Deutschland seine Meinung ohne Probleme äußern. Nordkorea hindessen ist lila gekennzeichnet, also man darf dort seine Meinung nicht frei äußern, ansonsten würde man eine Bestrafung bekommen. Wir hoffen, ihr wisst jetzt, wie wichtig die Meinungsfreiheit ist und wie gut wir das hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern haben, inwiefern wir unsere Meinung äußern dürfen und können. Außerdem ist es ein Grundrecht, welches Freiheit zeigt. Was zeigt der Verantwortung zur Verteidigung grundlegender Werte wie zum Beispiel die Menschenwürde?